Weiterbildung. Flanken abfangen, Stellungsspiel, Spielübersicht und Sprungkraft. All das lernen die Nachwuchskeeper der HSV-Torwartschule. Und die Kleinen wissen bereits ganz genau, worauf es bei einem Torwart ankommt. Also, dass man den Ball immer sichert und festhält. Und wenn man rauskommt, dann muss man sich auch schön groß machen, weil dann sehen die Stürmer das Tor viel kleiner. Und dadurch schießen sie meistens daneben. Und man muss gut reagieren. Ja, dass wir so länger Starkmacher essen, dass wir ja auch länger dann wächst man ja auch mehr und wird ein bisschen stärker, kann man härtere Bälle halten und dann ist man auch länger, schmeißt sich besser in die Ecken, kann man höher die Bälle rüber über die Latte bringen und noch schnell, wenn man ihn nicht richtig festgehalten hat, aus Versehen sich noch mal schnell raufschmeißen und begraben. Geleitet wird das Training vom ehemaligen DDR-Nationalmannschaftstorhüter Dirk Heine. Die Torwartcamps sind in der ganzen Stadt verteilt und stoßen beim Torwartnachwuchs auf große Begeisterung. Ja, im Moment sieht es so aus, dass die Nachfrage natürlich riesig ist. Vor allen Dingen, was das Alter betrifft, bis D-Jugend, C-Jugend. Also da, so wie das im Moment aussieht, sind da schon fast alle Kurse sehr, sehr gut belegt und besetzt. Was uns eigentlich noch fehlt, sind die Altersgruppen, heißt C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend. Vor allen Dingen auch, sag ich mal, A-Jugendtorhüter, weil ich da denke, da ist eine ganze Menge rauszuholen. Vor allen Dingen in dem Bereich Torwarttraining, weil es ist natürlich eine absolute Spezialisierung.